Auf den ersten Blick ein schönes Biedermeierbild aus der Zeit um 1830. Die Datierung kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man sich die Lombardsbrücke anschaut, wenn man sich das Wies anguckt und die Biedermeiermode. Aber es ist nicht nur ein Bild. Auffallend ist, dass hier verschiedene Ebenen aus Metallplatten bestehen und dass viele der Figuren aufgesetzt sind und sich bewegen können. Und wenn man sich die ganze Sache von hinten anschaut, dann erkennt man erst, was für eine komplizierte Mechanik da noch zu sehen ist. Unser Bild gehört in die Tradition der Bilderuhren, die für Norddeutschland eigentlich gar nicht überliefert sind. Das Zentrum von den Bilderuhren war Wien. Dort in der Schweiz und in Süddeutschland gab es das auch, aber in Wien konzentrierte es sich. Und dort ist wahrscheinlich unser Objekt auch gefertigt worden. Das Gemälde, als wir es gefunden haben, war ganz stark verschmutzt. Die Metallbleche sind verbogen, Teile fehlen. Die Uhren hatten teilweise keine Zifferblätter und keine Zeiger mehr. Die Mechanik ging leider nicht und einiges war an Farbe herausgebrochen und musste gefestigt werden. Wir haben hier eine Arbeitsteilung gemacht. In der Gemälderestaurierung des Museums haben wir uns um das Gemälde gekümmert. Hier gibt es zum Beispiel eine Fehlstelle bei der Hafenspielerin. Die mussten gekittet werden und später dann mit Wasserfarben, hier mit Aquarellfarben ergänzt werden. Und den ganzen Bereich der Mechanik und des Spiel- und Automatenwerkes haben wir dann an Olli Tüxen übergeben. Die Besonderheit des Uhrenbildes stellt sich durch die Vielfalt der Komplikationen dar. Insgesamt gibt es 13 bewegliche Teile, die durch unterschiedliche Werke gesteuert werden, kurioserweise aus unterschiedlichen Zeiten. Die beiden kleinen Werke sind Uhrwerke, die schon deutlich früher als die Entstehung des Uhrenbildes in England gebaut wurden, in der Zeit zwischen 1680 und 1720. Der zentrale Antrieb geschieht durch dieses Werk hier unten, das die Züge der Figuren und der Schiffe antreibt. Des Weiteren gibt es neben dem Spielwerk ein besonderes Antriebswerk für die Musikanten und zusätzlich auf der linken Seite die Bewegung der Becherspieler, die ebenfalls vom zentralen Werk gesteuert wird. Das Hauptwerk, das wiederum auch noch ein Schlagwerk beinhaltet, hat ursprünglich die anderen Werke gesteuert. Diese Steuerung ist aber nicht mehr vorhanden und wurde auch nicht rekonstruiert.